Juhu und herzlich willkommen zurück zu Let's Play mit Markcraft. Diesmal mit Ampel Adventure, die letzte Adventure Map. Ausgewählte Map spielen, ja. Bis jetzt bin ich ja bei 2 Maps richtig gut durchgekommen. Da muss ich schon sagen, bin ich recht stolz auf mich. Ansonsten war das gar nicht mal so einfach. Mit der letzten, doch etwas auftütenderen Map, die ich bis zum Portal noch nie gespielt habe. Also das Portal kannte ich so jetzt, also ich habe das Portal noch nie geschafft. Ich habe das jetzt einfach mal fürs Let's Play mit reingenommen. Und so. Willkommen zur Ampel Adventure Map von Smücke. Ziel der Map, Durchquerung der 3 Farbräume. Regeln, keine Blöcke setzen, keine Blöcke entfernen, auf Peace Mode spielen. Geht klar. Ist friedlich jetzt? Ja, ist friedlich. Herausforderung. Wie lange brauchst du, um diese Map zu Ende zu spielen? Wie viele Gold Nuggets findest du? Löst du die Staffel Quest um den goldenen Apfel? Was ist deine Bestzeit, wenn du alle Gold Nuggets plus den goldenen Apfel sammelst? Bitte erst schlafen. Ab Aufwachen läuft die Zeit oder kriegst du vielleicht Panik. Aber erst gepflegt schlafe je. Ah, Truhe. Secret. Meins? Ein Golden Nugget. Dann gehen wir jetzt erstmal da rein. Und gucken, was uns hier erwartet. Ein Sprungrätsel. Na, das sind ja meine besten Freunde. Meine allerbesten Freunde. Hopp. Und noch einmal springen wäre schlau gewesen, Honey. Doppel W. Schneller schwimmen. Okay, das bedeutet, den Highscore habe ich jetzt schon nicht geknackt, weil da jetzt schon 100.000 andere an mir vorbeigezogen sind. Ich habe mir gleich gedacht, dass es einen anderen Weg gibt, an die Kiste heranzukommen. Bei der da drüben wahrscheinlich auch. Warum? Ja, alles ist erlaubt, ne? Es gibt immer einen Weg nach Rom, den man noch nicht kannte. Denn alle Wege führen dorthin. Okay, diesmal schaffe ich es aber. Und hopp. Wow. Oh my god, dang it. I'm so stupid. Aber jetzt schaffe ich das hier. Ich spring darüber, krieg das hin. Ich weiß doch, wie das geht, weil ich doch ein totaler Minecraft-King bin. Nicht, nein, Mann, bin ich schlecht, Mann. Oh Gott, es haut sich doch keiner an hier, wenn Honey wieder mal failt beim Springen. Springen Sie bitte. Hannibal, bitte fallen Sie doch nicht runter. Das ist doch nicht schön. Das kann doch keiner mit ansehen. Das will doch keiner sehen. Deabonniert Sie doch jeder instant. Schon ein Grund, warum ich eher der Minecraft-Let's-Player bin und nicht der Adventure-Map-Let's-Player. Das überlasse ich dann doch lieber untoteren Kollegen. How the fuck can I jump from this block to this block? It's impossible! It's impossible! Wir brauchen Kim Possible. Okay. Jump. Dann jump halt nicht. Wasser, ich komme. Ich meinte, rausstelle zum Springen. Hopp. Ich bin doof. Warum gehe ich eigentlich immer so weit zurück an den Rand? So viel Anlauf brauche ich doch gar nicht. Okay, nochmal. Zack. Und jetzt aber. Und jetzt aber. Und jetzt nicht. Verdammt. Hey. Oh Mann, ich mag das Spiel manchmal nicht. Das ist fies zu mir, wenn so ein Blocksprung kommt, der eigentlich Minecraft und... möglich ist, dennoch versuche ich's weiter und fall schon wieder ins Wasser runter. Mann, das kann sich doch keiner angucken, Mann, wie doof. Okay. Ah! Schön, dass ich schon im ersten Raum die meiste Zeit der Aufnahme verbringen werde. Ich spüre quasi, wie ich das hier nicht schaffe. Aber ich habe das schon mal geschafft. Ich habe die Map schon mal gespielt. Ach, Mann. Gut, dass ich es auch friedlich spiele, ich wäre schon verhungert, ne? Wow! Komm nicht an den Schalter ran, nein. Ach, das ist aber echt fies. Und wenn man dann dahin gekommen wollten wäre, auf einem anderen Weg, als ich das getuten tut haben tu, dann wäre man ja, falls mal da runtergefallen ist, nochmal diesen, ach Gott, Sprung da. Na! Sag mal, ist das möglich überhaupt? Das würde ich echt gerne mal wissen. Es muss ja sein, aber so ein ganz kleines bisschen unfair ist der Sprung schon, ne?
Aber ich versuche das jetzt, ne? Da muss man hier am allerletzten Nupsi abspringen. Also wenn das nix wird, dann baue ich mir da auch einen Notfallblock hin. Ampel-Adventure-Typi, der du das gemacht hast, ne? Danke. Du mich auch. Mehrfach, verstehst du? Okay, mit der epischen Musik muss das doch jetzt klappen hier. Ich glaube, die Adventure-Map möchte mir damit den Stinkefinger zeigen. Wie ich darauf komme, ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. So ein Schalter, den ich drücken muss, dass dann auch irgendwie ein Pisten unsichtbar von der Decke fällt. Dann ein Creeper kommt, der mit einem Schwein zusammen ein Haus craftet und dann eine Leiter setzt und dann kann ich darüber oder was? Dieser Block kriegt einen Block von mir, aber so einen Block, ich blockiere den auf YouTube. Ja, geblockt bist du. Du kannst lieber einen Kommentar schreiben. Hast du jetzt davon? Aber ich hab's geschafft. So. Erster Part damit durch. Die Tür geht erst auf, wenn beide Schalter aktiviert sind. Dann gehe ich mal... Hallo. Dann gehe ich mal weiter. 1, 2, 3. Hä, Moment nochmal. Da. Okay. Klack. Klack. Ja, die Musik passt, die Faust aufs Auge. Klack. Oh, hat funktioniert. Cool, ich kann mir Dinge merken. Haha, das klappt wenigstens. Ich kann mir Dinge merken. Klack. Oh, reingucken in irgendwas? Nein. Hätte ja sein können, dass ich irgendwas Tolles übersehen hätte. Wer diese Kiste übersehen hat, ist übrigens extrem blöd. Oh, tatsächlich aufgegangen. Sehr schön. Okay, ich weiß nicht, wie lange ich jetzt schon gebraucht habe, um hier diesen blöden Sprung zu schaffen, aber hey, guck mal, das Knopf, was macht der, was macht der, was macht der, was macht der? Hä? Habt ihr das auch gehört? Da war doch irgendwas. Hier auch. Nichts passiert, okay. Da hinten ist wieder eine Schatztruhe unter Wasser, Moment, da renne ich jetzt mal hin. Doppel-W. Gold Nugget. Dann rennen wir mal da lang. Und fliegen jetzt die Wand entlang. Ich glaube, das kann nicht so schwer sein. Naja, wo? Ich sollte den Mund nicht so voll nehmen. Aua. Ich sollte die Klappe halten. Das kann ja nicht so schwer sein. Wow. 3 Jahre später. Honey hängt immer noch an den Leitern. Shift gedrückt. Drückt halten bringt gar nichts. Machen wir es einfach so. Ich springe die Leitern jetzt entlang. Es geht nämlich auch. Teilweise. Nein! Nicht sterben. Jetzt hier oben lang. Ist das auch richtig? Da ist eine Schatztruhe, da will ich hin. Okay. Ich will dahin, wo die Schatztruhe ist. Also vorsichtig hier wieder entlang. Den Rand entlang fallen. Das Goldnugget holen. Möglichst hoher Score. Wäre schön. Wäre schön. Ich würde mich freuen. Dann muss ich nach da drüben hin. Okay, wenn man hier oben bleibt, ist alles in Ordnung. Und vorsichtig. Nicht unvorsichtig, sondern vorsichtig. Klack. Nix, okay. Kann man denn hier noch irgendwo hinspringen? Nein, okay. Geronimo! Oh, da ist ein Schatztruhe. Die habe ich so gar nicht gesehen. Da müsste ich da runterfallen, ne? Ich will das haben. Halt, erst hier so hoch. Dann muss ich da einmal kommen. Naja, okay, das kriegen wir hin. Ja, wenn man alles haben will, ne? So, jetzt aber. Jetzt kann ich hier springen, richtig. So ist gut. Hopp. Hüp, 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 hüp. Hüp, hüp. Nein. Oh, dann halt nicht. Dann will ich die Schatztruhe nicht. Dann lasst mich doch. Habe ich einen Score weniger, ist mir doch egal. Dafür spare ich mir 5 Stunden Zeit und 3 Fußbrüche. Oh Gott, da sieht so dunkel aus. Was wartet denn da auf mich? Will ich das überhaupt wissen? Schnell nach oben.
Okay. Auf, in den Kampf. Hopp. Hopp. Gehen wir noch weiter nach oben, okay. Hopp. Noch geht. Schon wieder so ein Sprung hier. Ha! 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 Hihihi. Ho, 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 ouch. Hopp, hopp. Das kann jetzt wieder Stunden dauern. Meine Hand ist eingeschlafen vom vielen Gespringe. Okay. Die Space-Taste auch immer so klock, klock. Okay, das stört hoffentlich niemanden so extrem. Aber meine Tastatur steht schon hinter meinem Mikro. Besser geht's gar nicht. Ha, ha. Ha, 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 ha. Oh, oh. Ha, oh, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, 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 ha. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Nix hopp. 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 Nix hopp. Gott, dang it. Dang it. Au. Meinten die schnell nach oben, weil das irgendwie wichtig wäre, dass ich da schnell nach oben komme oder nicht? Oder eher mehr so nicht? Ich habe so das Gefühl, mit schnell ist da nichts. Das war mehr, ist wahrscheinlich mehr metaphorisch gemeint. Oh, das war knapp. Habe ich erwähnt, dass diese Map auch gemein ist? Ah, ist wenigstens, ja. Es ist schaffbar. Ich war schon mal besser hier drin. Ich habe das Gefühl, das Gequatsche ist das Problem. Ich sollte einfach die Klappe halten, dann wäre ich schon längst durch. Wäre ich schon fertig mit der Map, ja. Ha, klar. Ich sollte vielleicht aufnehmen und nachträglich synchronisieren. Das spart auch Zeit. Nein. Ha, Gott, es gibt ja YouTuber, die machen das sogar so. Das, warum zum Teufel? Arg. Damit mache ich mir doch nur selber das Leben sch... Hallo? Hallo, lieber Block. Wären Sie denn bitte in der Lage, sich zu... Haha. Hopp, hopp, hopp. Nee, okay, gut. Kann ich. Da ist ja nichts. Okay, das stört mich auch nicht. Nein, das stört mich auch... Nein, das stört mich nicht, dass ich den Block nicht kriege. Das macht mich nicht aggressiv oder so. Da reg ich mich nicht drüber auf. Nein. Hier, ich springe. Schöner deutscher, schlechter Sprung. Okay, das klappt auch nicht. Ah. Sie sollen nicht immer so aggressiv sein, Herr Hitler. Oh, das ist mir egal. Ich bin schon lange tot. Ja, aber das ist trotzdem nicht gut. Ja, ja, Merkel und Adolfs Selbstgespräche sind immer schön. Hopp. Verdammt. Warum bitte geht das nicht? Ich hasse es. Habe ich erwähnt, dass ich ein friedvoller, liebenswerter Mensch bin? Bis zu diesem Punkt in meinem Leben.